Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Museum Volkwang auf diesem digitalen Kanal. Ich begrüße auch Professor Dr. Jürgen Müller von der TU in Dresden. Er wird uns heute Abend zu Tim Rautert einen Vortrag halten unter dem Titel Ironie und Fotografie. Er ist ein ausgewiesener Kenner des Werks von Tim Rautert. Er ist aber auch ein enger Bekannter und Freund von Tim Rautert. Das heißt also, wir erfahren wahrscheinlich heute zwei Seiten des Werks und des Lebens von dem Essener Künstler. Und wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr Müller, heute Abend hier den Vortrag halten. In der Ausstellung Tim Rautert und die Leben der Fotografie zeigen wir 50 Jahre fotografischen Schaffens und reicht von den frühen Studienarbeiten, die wir hier sehen können, die im Rahmen des Studiums bei Otto Steinert Mitte der 1960er Jahre begonnen hat. Wir haben eine wichtige Werkgruppe von den staatlichen, von der staatlichen Kunstsammlung in Dresden hier bei uns, die bildanalytische Fotografie. Eine Werkgruppe, wo Tim Rautert sehr früh in der Fotografiegeschichte sozusagen die Bedingungen des Fotografischen untersucht hat und das in 56 Teilen zu einer großen Erzählung zusammengeführt hat. Wir haben hier 9 Werke in dieser Ausstellung und wir freuen uns wirklich, dass eigentlich diese wichtige Achse in dieser Ausstellung vertreten ist. Lange Jahre war Tim Rautert auch journalistisch tätig, vor allem mit Michael Holzach, mit dem er in Personalunion des Schreibers und des Fotografen für das Zeitmagazin tätig war. Und das Ganze endete abrupt damals, als Michael Holzach verunglückte, als er seinen Hund aus einem Stauwehr retten wollte. Der Hund wurde gerettet, Herr Holzach ist dort verstorben. Und das war für Tim Rautert aber auch der Moment, wo er gesagt hat, bis hierher habe ich jetzt journalistisch in einer sehr engen Personalunion gearbeitet und er hat danach seine fotografische Arbeitsweise etwas verändert. Viele Jahre hat er sich auch mit dem Thema Arbeit beschäftigt. Und zwar war er für die Industrie tätig, hat für Jahresberichte, für verschiedene Unternehmen fotografiert und hat sich dann immer bei diesen Anlässen Zeit genommen, noch für seine eigene Arbeit zu fotografieren. Und zwar wollte er den technologischen Fortschritt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fotografieren, wo er Spuren gefolgt ist, dass er gesagt hat, okay, wie sieht Automation aus, wie sieht Digitalisierung aus und hat das Ganze in eine große Erzählung gebracht unter dem Namen Gehäuse des Unsichtbaren und wir haben hier eine aktuelle Version dieses Projekts in Form einer digitalen Diaprojektion installiert und wir hoffen natürlich, dass Sie Gelegenheit finden, das noch in unserer Ausstellung anzuschauen. Also ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Ich freue mich, dass Jürgen Müller am anderen Ende dieser Leitung sitzt. Er sitzt heute Abend in Dresden. Wir sind durch die Pandemie leider gezwungen, hier diese andere Form, diese digitale Form zu wählen. Aber auf der anderen Seite haben wir damit wahrscheinlich auch einen erweiterten Publikumskreis. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, heute Abend viel Vergnügen bei dem Vortrag und gebe weiter in den anderen digitalen Raum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich im Folgenden über den Fotografen Tim Rautert spreche, so geht damit kein systematischer Anspruch einher. Im Gegenteil möchte ich meine Ausführungen als einen subjektiven Essay verstanden wissen oder um es auf den heutigen Abend, also den 25. März 2021 zu beziehen, als einen Rundgang durch die Ausstellung, die uns Arbeiten von den späten 60er Jahren bis heute vor Augen führt. Dabei habe ich jene Werke ausgewählt, die mich besonders faszinieren und die ich nicht bereits in meinem Katalogbeitrag besprochen habe. Mein Vortrag will also nicht das mit Roland Barthes gesprochen Studium, sondern das Punktum betonen, jene Entdeckung, die dem dominanten Bildinhalt zuwiderläuft, aber dennoch unsere Aufmerksamkeit bindet und zum Interpretament wird, um die Deutungsmaschine in Gang zu setzen. Meine Fragen sind dabei weniger akademisch, als es sich anhören mag. Sie beginnen im Alltag. Im Deutschen unterscheiden wir die Demonstrativpronomen dasselbe und das Gleiche. Im Französischen heißt es le même et le pareil. Im Englischen sagt man einheitlich the same. In unserer Umgangssprache allerdings wird die Unterscheidung von der, das und dieselbe selten getroffen. Stattdessen ist alles gleich.
so ist diese Unterscheidung denn wohl auch kein Problem alltäglicher Kommunikation, sondern eine solche theoretischer Reflexion. Das Gleiche bedeutet, dass sich zwei verschiedene Dinge ähnlich sind oder sehen und sogar bis aufs Haar gleichen können, während dasselbe eine Identitätsbeziehung herstellt, die sich sowohl auf einen als auch auf mehrere Gegenstände beziehen lässt. Einmal haben wir es mit einer Ähnlichkeit und einmal mit einer Identitätsbehauptung zu tun. Dass dies nicht immer so einfach zu durchschauen ist, wird deutlich, weil wir uns vermutlich alle schon einmal in Bezug auf dasselbe und das Gleiche geirrt haben und korrigiert wurden. Die Frage nach demselben und dem Gleichen jedenfalls ist ein wichtiges Leitmotiv der Fotografien von Tim Rautert. Es handelt sich, wie man unschwer erkennt, um eine erkenntnistheoretische Frage, aber im Besonderen auch um eine solche, die notwendig mit der Fotografie entsteht, da wir es ja bei diesem Medium in potenzierter Form mit dem Phänomen der Wiederholung im Sinne der Reproduktion zu tun haben. Wenn der Künstler in einer Arbeit aus der Serie der bildanalytischen Fotografie ein Foto der kamerascheuen Pina Bausch reproduziert, unter dem steht, dies ist eine Fotografie, sie kann von mir beliebig oft vervielfältigt werden, so spricht dies ja doch Bände und ist fast schon als kokett zu beschreiben. Wie dem auch sei, ich kann mehrfach denselben Gegenstand fotografieren und womöglich auch vervielfältigen, obwohl es sich dadurch nicht um dasselbe Foto handeln würde. Ebenso kann man in ein und demselben Foto gleiche Gegenstände zeigen. Dies ist verwirrend und vielleicht ist es sogar notwendig verwirrend, weil die Wirklichkeit selbst eben kein objektiver Tatbestand ist, sondern ein perspektivisches Geschehen. Sie kann sich ins Labyrinthische verrätseln und Fragen der Ähnlichkeit machen uns dabei besonders zu schaffen und spielen immer eine besondere Rolle. Wenn ich mein Referat mit dieser erkenntnistheoretischen Frage nach demselben und dem Gleichen beginne, so sei eine Arbeit aus der Serie der bildanalytischen Fotografie von 1970 exemplarisch in den Blick genommen, die mich als Kunsthistoriker besonders interessiert und uns das genannte Problem anschaulich vor Augen führt. Rautert hat in diesem Werk mit dem Titel Echt Foto 4 Kunstpostkarten eines Bildes von Caravaggio auf Karton montiert, dessen Maß 40 cm in der Höhe auf 50 in der Breite bildet. Das Bildmaß der 2 Farb- und Schwarz-Weiß-Postkarten beträgt jeweils 10,5 auf 14,5 cm, sodass wir es insgesamt mit einem Querformat zu tun haben. Die Postkarten zeigen dasselbe Motiv, nämlich den ungläubigen Thomas von Michelangelo Merisi da Caravaggio. Das Gemälde befindet sich in der Gemäldegalerie Sanssouci zu Potsdam und ist eines der wenigen Werke des Lombarden in Deutschland. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass sich Rautert für dieses Werk entschieden hat, denn in diesem Gemälde ist der thematische Zweifel das eigentliche Thema und auch die Anordnung der 4 Postkarten mit der Frage nach demselben und dem Gleichen. Mir gefällt Rauterts Werk insofern, als es in seiner Wiederholung so simpel erscheint, aber komplex wird, wenn man länger darüber nachdenkt. Es existiert geradezu ein Missverhältnis zwischen der Form und dem Inhalt, ganz so, als hätte der Fotograf versucht, den Concetto des Gemäldes auf einen solchen der Fotografie zu übertragen. Caravaggios Werk bringt dessen skeptische Haltung gegenüber dem Sehsinn zum Ausdruck und zeigt, wie schwierig es ist, dem Sehen eine Gewissheit zuzusprechen. Geradezu dümmlich blicken die Jünger auf die Seitenwunde, während Thomas sogar den Finger hineinsteckt und am Ende so klug als wie zuvor ist, wie es Faust im gleichnamigen Drama von Goethe formuliert. Ja, mehr noch, es ist fast so, als würde Thomas im Gemälde mit seinem Finger nicht die Wunde berühren, sondern die Leinwand durchstoßen und feststellen, dass dahinter nichts ist. Und wenn man das Gemälde länger anschaut, so stellt man fest, dass der Riss im Gewand von Thomas, der sich an der Naht zwischen Schulter und Ärmel
gebildet hat hier, ja, gebildet hat, die gleiche Größe aufweist wie die Seitenwunde Christi. Darüber hinaus hat der Künstler in seinem Bild eine Art Blickkarussell angelegt, was uns immer im Kreis weitersuchen lässt und zu einer endlosen Fortsetzung führt. Das Martyrium und das Mysterium lösen wir nicht. Das Leben ereignet sich, ohne zu einer Lösung zu führen. Rautert übernimmt diese Skepsis und macht daraus viermal dieselben und die gleichen Bilder, führt uns wie bereits der Maler im Kreis und in Wirklichkeit in ein Labyrinth der Ähnlichkeit desselben und desgleichen. Mit dem Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß werden die Möglichkeiten der Fotografie präsentiert und es findet zugleich eine Rhythmisierung statt, die das Gemälde in den Plural versetzt. Den vier Personen im Bild entsprechen vier Postkarten, aber der Vergleich insgesamt macht deutlich, dass die Kontraste und die Abstufung zum Beispiel der erdigen Farbtöne das Bild immer anders erscheinen lassen. Man sieht nicht das Original und dennoch nimmt man den Vergleich als Gewinn und Steigerung der Aufmerksamkeit für das Dargestellte wahr. Wenn ich meinen Vortrag als einen solchen angekündigt habe, der nach der Bildironie fragt, so haben wir unser Thema bereits beschrieben. Ironie ist nicht mit hintersinniger Komik zu verstehen, sondern Ironie ist Ambivalenz, die mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt einhergeht. Ironie stellt die Möglichkeit dar, das Komplexe im Einfachen zu verbergen, den Zweifel in vierfacher Wiederholung. Rautert ist ein ironischer Fotograf, weil Wirklichkeit nicht Voraussetzung, sondern das Ziel seines künstlerischen Anspruchs ist und sein Werk von Anfang an und seit jeher dieses Problem der Multiperspektivität berücksichtigt. So gehören denn auch die Serie und das Fotobuch zu seinen immer wieder verwendeten Bildgattungen. Wir sehen die deutschen Menschen in Uniform nicht ein, sondern zweimal in Farbe und Schwarz-Weiß. Ich rede jetzt nicht über die Reportage, die dem Fotobuch zugrunde liegt, sondern nur über das Fotobuch selbst. Wir erahnen, dass Hierarchie, Autorität und Vorurteile nicht allein in der Uniform, sondern bereits im Medium stecken. Auf 32 Doppelseiten werden Personen und Rollen gezeigt. Wir sollen die beiden Fotos miteinander vergleichen, aber auch die Abfolge aller Fotos. Wer dies leistet, dem gelingt ein erheblicher Erkenntnisgewinn. Einige Fotos derselben Person variieren manchmal nur durch winzige Gesten und Details, andere deutlich erkennbar durch veränderte Haltungsmotive. Wir erahnen, dass der 70-jährige Rechtsanwalt aus Düsseldorf, Herr G., in seiner Robe Fragen stellt und versucht, Antworten zu geben. Die unterschiedlichen Handstellungen beider Fotos entsprechen dem Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß, aber sie machen auch einen Verlauf deutlich, wie unterschiedlich dasselbe erscheinen kann. Dies gilt für fast alle Fotos der Serie, die eben nicht nur Menschen in Uniform, sondern in Rollen zeigen und damit den Wechsel von Identität und Erscheinung deutlich machen, wie auch den Konflikt von Identität und Rolle. Rautert spielt mit dem Wechsel von rechts und links bei seinem Foto von Jürgen Lobert und seiner Partnerin, während der Schützenkönig durch Ehrenkette und Zylinder nobilitiert ist, trägt seine Frau ein Diadem. Einmal wird er vergnügt und lachen, ein anderes Mal ernst und würdig gezeigt. Einmal befindet er sich rechts, dann wieder links auf dem Foto. Wenn ich mir den Fotoband Deutsche in Uniform aus dem Jahre 74 insgesamt anschaue, so kann ich natürlich auf die Tradition von August Sander und Porträtfotografie zurückgreifen, die sich um die Angemessenheit und Sachlichkeit der Dargestellten bemüht. Aber ich kann mit Rautert auch einen Schritt weitergehen und feststellen, dass Rollen etwas Ästhetisches innehaben. Sie setzen unser Wissen voraus, aber sie verweisen uns letztlich auf das Theater und eine Ästhetik der Rolle, was meines Erachtens im Fotoband schon dadurch deutlich wird, wenn die Serie mit Josef Steinhausen, Ihre Hoheit Jupp den Ersten und Prinz Karneval aus dem Jahre 1975 einsetzt.
Noch extremer wird es, wenn der Weihnachtsmann auftaucht und der unter dem Kostüm befindliche Hans-Günther Steinhoff sagt, in dem Fotobuch sind Momente von Reportagen sozusagen noch eingefügt, dass er am Ende des Tages mit einem Schnäpschen hier und dort glaube, wirklich der Weihnachtsmann zu sein. Der Band ist aufschlussreich, wenn wir einen protestantischen und einen katholischen Priester miteinander vergleichen und erkennen, dass dies höchst unterschiedliche Erscheinungen sind, aber dass die beiden Männer die gleiche Tätigkeit ausüben. Das Fotobuch ist eine Studie über dasselbe und das Gleiche, über die Phänomene von Rolle und Identität, aber auch über die Fotografie als Inszenierungsmacht, mit der die Gefahr einhergeht, die vermeintlich abzulehnende Autorität zuallererst im Foto hervorgebracht zu haben. Man könnte zahlreiche weitere Fotopaare besprechen, aber eigentlich sagt Rautert etwas sehr Einfaches und Fundamentales. Seid vorsichtig, glaubt nicht an Vorurteile, verurteilt nicht, was nötig ist und was in unsere Welt gehört. Macht euch selbst ein Bild, vergleicht, seht den Konflikt von Identität und Erscheinung der Uniform. Der Titel ist bewusst irreführend. Wir müssen unsere Interpretation gegen ihn leisten und durchsetzen. Hier sehen wir keine Apparatschiks, sondern ein Welttheater. Selbst der in Kampfuniform dargestellte Soldat spielt cool mit seinen Hosenträgern und wirkt beinahe wie ein Heranwachsender. Die Wirklichkeit verlangt Unterscheidung. Sie ist eben nicht mit sich selbst identisch, sondern wird erst in der fotografischen Aufnahme zur Identität, die ihre Identität stiftende Inszenierungsmacht in der Serie rückgängig zu machen versucht. Uniformen kennzeichnen Rollen. Rollen wiederum sind Konstruktion. Und das darf man nicht vergessen, wenn man Soldaten, Polizisten und Priester anschaut. Es gibt einen weiteren strukturellen Konflikt, der mit der Fotografie einhergeht und den Wechsel desselben und des Gleichen betrifft, der uns auf die Perspektivität jeder Aufnahme verweist und der Rauterts Werk von Anfang an begleitet, in seiner Arbeit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen. Aus dem Jahre 1970 sehen wir zwei junge Frauen auf einer Couch und einem Sessel sitzen, die in demselben Raum kurz nacheinander aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden. Wir dürfen dies vermuten, weil die Dinge auf dem Tisch identisch arrangiert bleiben, aber sich die Tätigkeiten und Haltung der Person verändert haben. Fotografie ist Perspektivität. Sie teilt diese Eigenschaft mit unserer Erkenntnisfähigkeit im Allgemeinen. Haben wir über den Raum gesprochen, wollen wir uns nun die Zeit vergegenwärtigen und die Arbeit Mensch in einem Fotoautomaten von 1969 vor Augen führen. Steffen Siegel hat das Foto als ein bewusstes Hineingehen in die Situation bezeichnet, in welche Großteile des äußeren Kontextes ausgeblendet werden. Zitat Ende. Ich finde das Bild äußerst rätselhaft und von einem geradezu Beckettschen Ausmaß. Je länger man hinschaut, desto mehr wird es zur Allegorie, ganz so, als würden wir immer zu spät kommen, als wäre der Moment des Fotografierens nicht der Moment des Dargestellten. Wir können die zahlreichen Stufen zählen und erhalten eine Vorstellung davon, wie lange es dauert, sie hinabzufahren. Und am Ende sind wir doch zu spät. Das Foto in der Kabine ist längst erstellt. Fotografie ist Nachträglichkeit und nicht Gleichzeitigkeit. Die Wirklichkeit hat bereits stattgefunden. Aber auch wenn wir uns mit Rautert in eine Fotokabine begeben, findet eine kuriose Inszenierung statt. Die Arbeit ohne Titel aus dem Jahre 69, die im Inneren einer solchen Apparatur entstanden ist, zeigt uns einmal den Fotografen mit der vor sich stehenden Kamera und Stativ, sodann ein Selbstporträt. Das Fotografieren erscheint als vermeintlicher Automatismus. Wir sehen einmal die durch den Fotoautomaten entstandenen Porträts von Rautert, die ihn mit Kamera und Stativ im Inneren zeigen. Dabei wird der Fotostreifen mit solchen Klebebändchen hier abgedeckt, sodass die
dass die Gesichter dreimal verdeckt werden und nur einmal den Fotografen zeigen. Demgegenüber steht das von Rautert selbst aufgenommene Foto, das sich aus der Spiegelung auf der Oberfläche des Automaten ergibt und das Format der Passfotos wiederholt. In Wirklichkeit muss man sich die verborgenen Inversionen vor Augen führen. Während der Fotoschreifen einen Fotografen zeigt, der durch Kamera und Stativ behauptet, Urheber des Fotos zu sein, zeigt im Unterschied dazu erst die vermeintlich automatisch erstellte Fotografie des Apparates, weniger die Normierung des Prozederes als den Bildautor. So lesen wir Augenhöhe, den Ablauf des Prozesses, wenn wir wähle den Hintergrund, blicke in den Rahmen und so weiter, lesen, um schließlich durch einen Pfeil hier unten auf die Bildausgabe hingewiesen zu werden, die sich außerhalb der Kabine befindet. Wenn ich an die einleitenden Bemerkungen über dasselbe und das Gleiche denke, so stelle ich nun fest, dass Rautert hier die Urheberschaft und das Problem der Autorschaft reflektiert. Der Fotostreifen hat die Maschine und Rautert zum Urheber. Der Fotograf hat darauf Abdeckung fixiert. Das ist seine Leistung. Er streicht sein Bildnis quasi dreimal durch, um es nur ein einziges Mal zuzulassen. Das Foto auf der gegenüberliegenden Seite hat den Fotografen als Urheber, aber verdammt die Reproduktion der Gestalt der Maschine, also der gläsernen Oberfläche. Was der Künstler hier konstruiert, ist eine kuriose Schachtelerzählung, der jeweils Objekt und Subjekt, Urheber und Dargestelltes wechseln. Rautert hat über einen langen Zeitraum hinweg Arbeiten von Künstlern und ihren Ateliers erstellt, um deren Werk fotografisch zu interpretieren, aber zugleich Fragen zu stellen, die von allgemeinerem Interesse sind. Die beiden Porträts von Gerhard Richter aus dem Jahre 1986 zeigen den Maler als Rückenfigur. Einmal blickt er in einen kleinen Handspiegel und steht dabei vor einem großen Spiegel, der uns das hinter ihm befindliche Sprossenfenster zeigt und ein Blick an der für uns linken Wand. Auf das Bild an der für uns linken Wand. Was Rautert hier inszeniert, ist eine Art Misonabim, so eine Art unendliche Spiegelung und zugleich eine reale künstlerische Praxis von Malern, ein Bild dadurch zu distanzieren, dass man es durch einen Spiegel rückwärtig wahrnimmt. Wenn wir auf die Rückseite des Handspiegels blicken, erkennen wir die zahlreichen farbigen Fingerabdrücke, die uns davon erzählen, dass Richter diesen Spiegel zu nutzen weiß in beschriebener Hinsicht. Rautert nutzt also ein Utensil des konkreten malerischen Arbeitens, um in gewisser Hinsicht ein Rollenporträt zu entwerfen, mit dem zahlreiche Fragen einhergehen. Was ist hier Teil, was Ganzes, wo ist vorn und wo hinten, Konzentration und Offenheit, was bedeutet die Seitenverkehrung von rechts und links im Sinne der Spiegelung. All das ist in dem Foto thematisch. Dabei findet zugleich eine fundamentale Inversion statt, denn es ist, als würde uns Richter anschauen, als wäre er nicht das Objekt, sondern Subjekt des Verfahrens und als könnten die Rollen von Modell und Bildautor sich permanent verschieben. Mir gefällt die Arbeit auch deshalb besonders gut, weil dieser lichtdurchflutete Raum in seiner Metaphorik auf die Fotografie verweist, im Kontrast von präziser Rückenansicht und Porträt, im Unterschied zum diffusen Hintergrund, wird auch das Problem der Bildschärfe zum Thema gemacht und damit die konkrete Kameraeinstellung. Auch das zweite Porträt von Gerhard Richter aus dem Jahre 1986 zeigt ihn vor einem Spiegel, stehend als Rückenfigur. Er hat seine Arme hinter dem Rücken verschränkt und seine linke Hand umfasst das Handgelenk der anderen. Sein dunkles Haar und seine dunkle Kleidung stehen im deutlichen Kontrast zu dem lichtdurchfluteten Umraum. Rautert hat sich mit seiner Kamera auf eine solche Weise gegenüber dem Spiegel positioniert, dass man den Eindruck hat, Richter blickt uns an.
als gäbe es einen Riss in der Wirklichkeit und als wäre das Innen des Bildes nicht vom Außen des Betrachters zu trennen. Zugleich bemüht sich Rautert um eine extreme Versachlichung. Die quadratische Form des Spiegels verweist auf klassische Bildformate und auch die Sprossen des Fensters wiederholen die Frage nach dem Bild insofern, als sie die in ihnen sichtbare Wirklichkeit rahmen. Wir fühlen uns angeblickt und entdeckt zugleich. Es wird aber auch deutlich, dass Bilder Konstruktionen sind. Sie zeigen eben nicht die Wirklichkeit, sondern ein Bild von ihr. Malen oder darstellen oder fotografieren heißt, das Wirkliche in Ausschnitte, in Rahmen, in Begrenzungen überführen. Sichtbar ist nur das Gerahmte. Bilder lösen etwas aus dem Wahrnehmungskontinuum heraus. Jene Fotos, die während der Arbeit von Gerhard Richter erscheinen, sind eine Art Session. Wir nähern uns an, um uns dann wieder zu entfernen. Der Maler steht nah zum Bild, er hält inne oder wird teilweise durch eine Säule verdeckt, aber immer liegt die Schärfe auf dem entstehenden Gemälde. Dieses Mal ist es nicht der Künstler, sondern das Bild, das zurückblickt. Wir erhalten eine Vorstellung von der Bewegung vor dem Bild und glauben sogar, die kreativen Pausen zu entdecken. Interessant ist, wie der Prozess des Malens und des Fotografierens anschaulich wird. Florian Ebner hat einmal geschrieben, dass sich das Künstlerporträt und die Beobachtung, wie Kunst entsteht, als roter Faden durch Rautert's Werk zieht und bis heute anhält. Dabei nimmt Rautert keinen kritischen, diskursanalytischen Blick ein, sondern zeigt Gesten und Gebärden, ohne ins Pathetische abzugleiten. Ja, es macht geradezu die Schönheit aller dieser Bilder aus, wie neugierig, vorurteilsfrei und sachlich sie sich ihrem Gegenstand widmen. Fenster als Bildmetaphern spielen in der von mir im Katalog besprochenen Auswahl der sogenannten Artworks eine wichtige Rolle. Auch in jener Fotoserie, die Neo Rauch in seinem Leipziger Atelier zeigt, spielt die Metapher des Fensters eine wichtige Rolle, wenn wir den Künstler in einem hohen Industrieraum vor einem metallenen Sprossenfenster sehen, wie er konzentriert zeichnet. Einmal mehr ist es das eindringende helle Licht, das sich auf der links sichtbaren bemalten Leinwand zeigt und den Künstler silhouettenhaft inszeniert, das hier das eigentliche Thema bildet. Es gibt aber auch rätselhafte Arbeiten, die sich mir nicht unmittelbar erschließen. Ein aus dem Jahr 2010 stammendes Foto selbst und Rembrandt zeigt eine Collage aus mehreren Elementen. Wir sehen ein aufgeschlagenes Buch, das auf der einen Seite eine Palette mit Farbtuben erkennen lässt und auf der gegenüberliegenden ein Selbstbildnis des holländischen Malers, welches der Fotograf mit einem Pinsel nachbearbeitet. Über der auf der Palette ruhenden Hand entdecken wir ein transparentes Papier, das die Umrisslinien einer Hand zeigt. Möglicherweise handelt es sich um ein Foto, das nachbearbeitet wurde und auf das also das Papier gelegt wurde. Es ist, als würde mit gängigen Metaphern des Selbst gespielt, die Hand als Symbol für den Stil eines Künstlers und auch der Blick des Malers, der zu einer Allegorie des Gesichtssinns werden, ihn zu einer Allegorie des Gesichtssinns werden lässt. Wie dem auch immer sei, Rautert hat eine rätselhafte Komposition geschaffen, die sich vielleicht auch gar nicht völlig erschließen lassen soll. Wenn wir alle Interpretationen vergleichen, so zeichnen sich die Fotoarbeiten dadurch aus, dass sie einen Reflexionsprozess initiieren und uns zwingen, genau hinzuschauen und das zunächst Gesehene in Frage zu stellen. Ironie wäre so gesehen der Zweifel und die in einem erkenntnistheoretischen Sinne geleistete Antwort nach der Bedingung der Möglichkeit von Fotografie. Mit Ironie geht eine Selbstbescheidung einher, die uns vor Augen führt, dass wir es nicht mit der Wahrheit, sondern vielleicht mit einem Teil von ihr, immerhin, nicht mit der Wirklichkeit, sondern mit einem Aspekt derselben zu tun haben, dass wir es also immer mit Perspektiven zu tun haben. Wenn ich den Deutschen in Uniform einen relativ breiten Raum zugewiesen habe, so weil ich finde, dass die Serie Humor besitzt.
Rautert liefert in seinem Werk Moduswechsel. Ernstes wird komisch, aber auch komisches ernst. Die Serie Deutsche in Uniform ist für mich in diesem Sinne durch und durch ironisch, weil sie als Titel das Klischee der Macht und der Autoritätsgläubigkeit benennt, die in der deutschen Geschichte eine so verheerende Rolle gespielt hat und mit einer lässigen und unaufgeregten Darstellung uniformierter Frauen und Männer zum Ausdruck bringt. Der 29-jährige Oberfeldwebel Kurt Bischoff wird lässig dargestellt. Seine Hände fassen an die Hosenträger. Er hat eine entspannte Haltung eingenommen und schaut uns direkt an. Alle Fotos der Serie zeigen, dass die Person im Sinne ihres spezifischen Charakters die Rolle und die Uniform dominiert. Das Ergebnis ist also nicht das Zurücktreten des Individuums hinter die Rolle, sondern das Ausfüllen der Rolle durch ein Individuum. Diese Art von Widerlegung eines Vorurteils ist der Kern der genannten Serie. Hier werden keine Unmenschen vorgeführt, sondern Mitbürger, die auch in Uniform ihr Menschsein behalten. Die Reportage zu den Amischen aus dem Jahre 1974, die wieder ein eigenes Fotobuch geworden ist, ist eine Auseinandersetzung mit dem verbotenen Blick. Bereits die Anwesenheit der Technik in den Fotos widerspricht dem Fotografieren als einer technischen Form der Bildherstellung. Rautert ist es gelungen, diesen Konflikt zu thematisieren. Auch die Reportage zu den Hutterern, die 4 Jahre später, also 78, entstand, ist ein sensibler Fotoessay, der eine Welt zeigt, die aus lauter Regeln und strikten Gesetzen besteht. Jenes Foto, das eine Gruppe von Menschen hintereinander gehen zeigt, erzählt von diesem Leben eines streng auferlegten Weges, aber auch davon, wie jede der Personen für sich bleibt, um zu folgen. Durch die sichtbare Fensterkonstruktion hat das Bild etwas Bedrückendes. Es ist, als würden wir zurückbleiben und zugleich durchschauen wir nicht dieses Wohin und Woher dieser Reise. Möglicherweise sehen wir auf ein Gemeindehaus. Das Fotobuch No Photographing arbeitet verschwenderisch mit unbedruckten Seiten. Und es macht im Verzicht auf Seitenzahlen und Legenden immer wieder eingesetzte leere Doppelseiten sogar deutlich, dass hier die Zeit stillsteht. Wir bewegen uns nicht in der Zeit, sondern drehen uns im Kreis. Rautert sind großartige Bilder gelungen, welche die Demut dieser Menschen zum Ausdruck bringen. 3 Frauen, die den Boden eines Klassenraums wischen und an Kaye Bots, die Parkettschleifer von 1875, erinnern, vor allem aber die 3 Mädchen, die eng beieinander stehen und auf den Horizont wie auf ihre eigene Zukunft blicken. Selbst noch in einer kleinen Reproduktion hat dieses Foto mit dem weiten Himmel etwas Monumentales und erzählt von der Sehnsucht des Menschen und der Möglichkeit eines solidarischen Miteinanders. Ebenso finden wir in Bildern wie die Kürbisernte und der immer wieder dargestellten Feldarbeit Motive des 19. Jahrhunderts. Sie wecken Erinnerungen an Liebermann und an seine Aufenthalte in den Niederlanden oder an Courbet. Vielleicht gibt es keine andere Serie von Rautert, die man so sehr mit der Tradition der Malerei des 19. Jahrhunderts in Verbindung bringen kann. Verstehen Sie mich nicht falsch. Dies macht die Bilder nicht besser, aber es erzählt von der Souveränität ihres Autors, der keine Berührungsängste hat und zum Ausdruck bringt, dass ihn diese Menschen beeindruckt haben und in der Zeit stehen geblieben sind. Zugleich haben wir es also mit einer ästhetischen Geste zu tun, die uns Distanz vermittelt und zeigt, dass man in solchen Gemeinden von Amischen und Hutterern ein Außenseiter bleibt und das Fotografieren eigentlich unerwünscht ist. Ganz so, wie es im Alten Testament heißt, dass man sich kein Bildnis machen solle. Es gibt in der Serie keine Nahaufnahmen, keine Indiskretion. Vielmehr fällt auf, wie sehr Rautert die Abfolge der Generation darstellen, das Kindsein und das Erwachsenwerden, die Familie als generationsübergreifendes Ereignis gerät in den Blick. Ein Foto zeigt eine Gruppe von vorbeigehenden Jungen,
die alle ihr Haupt unter ihren Strohhüten gesenkt haben, um ihr Gesicht zu verstecken. Wer über den Fotografen Tim Rautert nachdenkt, muss seine Vielfalt betonen. So sei sein ständiger Wechsel von der angewandten zur freien Fotografie und wieder zurück betont. Mühelos wechselt er die Formate, er dokumentiert, er porträtiert, er folgt einem sozialen Anliegen, einem aufklärerischen, vor allem aber kommentiert er die Welt. Der Fotograf feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Wenn man durch die Ausstellung geht, geht man auch durch die Zeiten. Jedes Foto ist eine Konstruktion insofern, als uns der Künstler eine Perspektive auf die Welt eröffnet, die er mit seinem Apparat zu einem bestimmten Zeitpunkt als Platzhalter eingenommen hat und die wir in der Betrachtung des Bildes wiederholen können. Fotos konservieren solche Momente der Vergangenheit und sie sind Erinnerungshilfen. Sie machen sichtbar, was nicht mehr sichtbar. Sie verwahren, was vergangen und stehen damit in einer langen Tradition, die uns im Bildnis überleben lässt, wie es Jakob Burckhardt einmal formuliert hat. Die in den Fotos aufscheinende Schönheit hat also auch mit Verlust zu tun. Mir gefällt an den Fotografien von Rautert seine Neugierde, seine Lust auf die Welt, seine Fähigkeit zu fragen und nicht schon im Vorhinein eine Antwort parat zu haben. Nicht erst in den Antworten, sondern in der Fähigkeit zu fragen, besteht die Würde seiner Kunst. Ironie ist so gesehen die Erkenntnis der Vorläufigkeit allen Wissens und Ironie ist hoffentlich die Möglichkeit, Ideologien zu vermeiden. Wenn ich heute zu Ihnen über Bildironie im Werke des Fotografen gesprochen habe, so war mir dies ein Anliegen, weil Ironie eben nicht nur die Fähigkeit zu einer indirekten Aussage meint, sondern zu einer doppelten Distanzierung. Wenn Sokrates in einer paradoxen Formulierung von seinem Nichtwissen redet und sich damit gegen die Sophisten, wir dürfen heute sagen Ideologen, wendet, so verhält er sich zu seinen Gegnern wie auch zu sich selbst. Ironie ist eine solche Distanznahme. Ironie, das können wir von Rautert lernen, ist die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, aber auch das Wissen darum, dass man sich nicht vollkommen ausblenden kann. Ein Rest von Subjektivität kann nicht verschwinden, nicht im Sinne eines Subjektivismus, sondern im Sinne auch unserer Zeitgebundenheit. Ich komme zum Schluss. Wenn wir das Werk von Tim Rautert im Ganzen anschauen, ist es heterogen. Es besteht aus einer Vielzahl von Rollen und ästhetischen Haltungen. Der Fotograf ist meines Erachtens nicht um einen einheitlichen Stil bemüht, sondern seine Entwicklung vollzieht sich wie eine Reise und seine Ästhetik verändert sich mit dem Gegenstand. Wie könnte es auch anders sein? Die Deutschen in Uniform zeigen uns Rollen. Das Leben ist auch ein Theater und so heißt es am Ende von Platons berühmten Dialog das Trinkgelage, in dem bekanntlich nach dem Wesen der Liebe gefahndet wird, dass ein guter Dichter imstande sein müsse, Tragödien und Komödien zu schreiben. Gleichwohl gibt es in Rauterts Werk einen roten Faden, der ihn immer wieder Künstlerwerke und Ateliers aufsuchen lässt, wie wir heute Abend gemeinsam gesehen haben. Meine These der Bildironie hat uns drei Aspekte von Rautert zusammengeführt. Die Wirklichkeit als Konstruktion und Perspektive, als undurchschaubarer Zusammenhang von Anschauung und Ereignis. Der Sinn des Fotos kann sich sogar gegen das Dargestellte wenden. Das zweite ist die Ironie als Grenze von Darstellbarkeit, von Wissen, die wir auch sehen in der selbst auferlegten sozusagen Zurückhaltung bei den Hutterern. Aber auch die Grenze als Begrenztheit und Perspektive von Bildern überhaupt. Also der Rahmen, das war ein wichtiges Motiv. Das dritte ist die Selbstbesteigung, weil nicht immer der Maßstab unserer Beurteilung so eindeutig ausfallen kann. Rautert ist ein ironischer Fotograf. Er ist ein guter Beobachter und ein wichtiger Künstler. Vielen Dank.